Ja, hallo Leute. Heute spielen wir. Also, warte, ich fange nochmal an. Ja, hallo liebe Leute. Wir fangen ein neues Projekt an. Besser gesagt, ich fange ein neues Projekt an. Und wie ihr vielleicht schon am Videotitel gesehen habt oder es jetzt auf dem Bildschirm seht, spielen wir The Elder Scrolls 4 Oblivion. Und wir starten ein neues Spiel. Natürlich wollen wir ein neues Spiel starten. Ich muss vielleicht noch Audio justieren. Es tut mir leid, falls es extrem laut ist. Ich wurde vor 87 Jahren geboren. 65 Jahre lang habe ich als Kaiser von Tamriel regiert. Doch all diese Jahre war ich nie Herr über meine eigenen Träume. Ich habe die Tore von Oblivion gesehen, hinter die kein lebendes Auge zu blicken vermag. Ich sehe es. In der Dunkelheit wird das Land von einem Unheil überzogen. Dies ist der 27. der letzten Saat. Im Jahr 433 von Akkadosh. Dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters und die letzten Stunden meines Lebens. Leise ist, damit man meine Stimme auch hört, werde ich auch zu erklären. Okay. Okay. Wir erstellen unseren Charakter. Hier ist es sehr leise, deshalb kann ich das jetzt mal machen. Und zwar wählen wir Rasse aus. Ich habe bei Skyrim gelernt, dass es am schlausten ist, sich den wirklichen Bewohner des aktuellen Gebiets zu machen. Deshalb machen wir uns einen kaiserlichen, den Einheimischen von Cyrodiil. Ja, und ich glaube, ich werde nicht so lange verbringen. Ich will einfach noch Haare ein wenig anders. Sehen wir doch mal, was haben wir Schönes? Ja, das sollte reichen. Mal sehen. Nehmen wir schwarz. Schwarz ist immer gut. Okay. Also Augen grün. Alter, machen wir ein bisschen. Ja, so. Okay. Okay, Name. Wir nennen uns Rabida. So einfach ist das. Ich hatte immer so Probleme, das Namen auszusuchen, aber jetzt ist es ganz einfach. Okay, ich werde als Krieger spielen, hauptsächlich. Und werde erstmal noch was an den Optionen umdrehen. Steuerung. Okay. Sollte alles gut sein. Ich werde mich vielleicht noch eingewöhnen müssen. Ich habe es schon kurz angespielt. Ja. Und habe schon Einstellungen ein bisschen geändert. Oh, sieh mal an, ein Kaiserlicher im kaiserlichen Gefängnis. Ob sie jetzt wohl die Trümpfe ziehen? Eure eigenen Leute glauben, ihr seid menschlicher Abfall. Wie traurig.
Halt die Fresse. Ich wette, die Wachen lassen euch vor dem Ende noch eine Spezialbehandlung zukommen. Oh, das stimmt. Ihr werdet hier drinnen sterben, Kaiserlicher. Ihr werdet sterben. Ja, okay, wenn wir sterben werden, tun wir doch nochmal was für unser Training. Wisst ihr? Ihr seid eine Schande. Es wäre besser, ihr würdet einfach verschwinden. Ja. Hey, hört ihr das? Die Wachen kommen. Wir boxen. Um euch zu holen. Okay, der Sound ist zu leise, so wie ich das sehe. Ich weiß es. Meine Aufgabe ist es jetzt, euch in Sicherheit zu bringen. Was macht dieser Gefangene hier? Diese Zelle ist eigentlich tabu. Das übliche Durcheinander bei der Wache, ich. Nun denn, öffnet das Tor. Zurück, Gefangener. Wir werden dich töten, wenn du uns im Weg stehst. Okay, okay. Es scheint uns Bleib, niemand zu folgen, wo du Herr. Bist, Gefangener. Gut. Halt die Fresse, Arschloch. Wir sind noch nicht aus der Sache heraus. Ihr... Ich habe euch schon einmal gesehen. Lasst mich euer Gesicht sehen. Ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Die Sterne hatten... Tut mir leid, ich bin nicht schwul. Heute ist der Tag. Götter, verleihen mir Kraft. Ja, fragen wir doch mal, was geht hier vor? Meine Söhne wurden von Mördern angegriffen. Und ich bin der Nächste. Meine Klingen führen mich auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt. Zufälligerweise führt dieser Fluchtweg durch eure Zelle. Okay. Vielleicht haben euch die Götter hierher gebracht, damit wir uns treffen. Eure Taten, sie spielen keine Rolle. Denn man wird sich nicht ihretwegen an euch erinnern. Wer seid ihr? Ich weiß bin euer Kaiser Uriel Septim. Durch die Gnade der Götter diene ich Tamriel als Herrscher. Ihr seid ein Bürger Tamriels. Und auch ihr sollt ihr auf eure eigene Weise dienen. Ja, okay. Ich gehe meinen eigenen alle. Weg. Aber wie soll ein Weg geändert werden, dessen Ende die allmächtigen Götter vorbestimmt haben? Bitte, Herr, ich glaube nicht an sowas wie Schicksal. Wohl eigentlich schon. Besser offen lassen. Von der anderen Seite ist das öffnen nicht gut. Sieht aus, als wäre heute euer Glück. Sollen wir das stehlen? Das ist ein offizieller Auftrag. Haltet euch fern. Ich bin gerade etwas verwirrt. Okay, laufen wir ihn einfach hinterher. Ja, die Steuerung ist etwas anders als bei Skyrim. Ich habe Skyrim nämlich ziemlich stark gesuchtet. Was auch der Hauptgrund ist, weshalb ich es nicht Let's Playen werde. Denn so ein Spiel, das muss man blind machen, auch wenn ich hier etwas angespielt habe schon. Da links, beschützt den Kaiser. Oh, yes, ich kann boxen. Der Hauptmann dich, ist tot. Okay, nehmen wir doch mal irgendetwas mit. So, hier, Janke. Seid ihr in Ordnung, Herr? Wir sind in Sicherheit. Vorher. Yay, der ist tot. Hauptmann Renault. Sie ist tot. Das war Hauptmann Renault. Ja. Zur Seite, Gefangener. Ich weiß nicht, aber zum Umkehren ist es jetzt zu spät. Seid unbesorgt, Herr. Wir werden euch hier herausbringen. Sie wären nicht die Ersten, die die Klingen unterschätzen. Die ich Klingen. Auf. Sind das also? Ihr bleibt, wo ihr seid, Gefangener. Versucht nicht, uns zu folgen. Fick dich. Boxen wir halt ein wenig in die Wand. Und verrecken hier in diesem Gefängnis. Aber wir haben ja ein Stahlkurzschwert bekommen. Ja, so sehen wir aus.
Wir sind Faustkämpfer. Und... okay, hier. Stahlkurzschwert. Rüsten wir uns damit aus. Ich mag Kurzschwerter nicht, die sind zu kurz. Passen nicht zu meinem Penis. Ja, ja. Ja, was soll ich hier jetzt machen? Okay. Mal sehen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Aber ich suche jetzt mal einen Weg. Ich war hier schon mal. Ich weiß das. Irgendwo hier ist ein Weg, den man gehen kann. Um tiefer in die Katakomben zu kommen. Vielleicht muss ich auch... ja, ich muss einfach den Kaiserlichen folgen. Ich scheiß jetzt einfach darauf, was die mir gesagt haben. Ah, Mann. Ah, hier, hier, genau. Und hier ist erstmal eine Truhe und eine Eisenstreitaxt, die ich nicht brauche. Und ein Schild, das ich gerne nehme. Pfeile und was haben wir noch? Lederstiefel, Brustschutz und Fackel, auch alles sehr nützlich. Und ein Bogen. Und Schlösser knacken, da wusste ich erstmal nicht, wie es geht, aber mittlerweile habe ich es gelernt. Das ist cool, ne? Ja, ich will keine Quest-Aktualisierungen ansehen. Ich weiß, was ich tun muss. Und zwar muss ich hier raus. Das sollte auch euch ziemlich klar sein. Ich meine... was sollen wir sonst hier tun? Bei einem, in einem Gefängnis, was macht man da normalerweise? Man haut ab. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, das, was man tun kann. Entweder man geht raus oder man verreckt elendlich. Und auf das erste habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Also, auf das zweite habe ich keinen Bock. Also... oh, das zweite wäre ein bisschen langweilig. Deshalb werden wir das nicht tun. Wir hauen ab. Okay, ich sollte mich mal mit altem Zeug ausrüsten. Und zwar haben wir hier schön Eisenbrustharnisch, Eisenbeinschienen. Ja, und Lederschild. Und was haben wir noch? Fackel. Fackel nehmen wir doch auch mal. Wenn ich jetzt nämlich das Zeug wegstecke, bekomme ich eine wunderbare Fackel. Das machen wir doch gleich mal. Okay. Wow. Töte mich nicht. Ja, was hier anders ist als bei Skyrim. Mit jedem Schlag mit dem Schwert leert sich die Ausdaueranzeige um ein wenig. Was ich zuerst sehr verwirrend fand. Dann aber akzeptiert habe und jetzt bin ich recht glücklich damit. Ja, wir sind noch schwach im Schwerkampf. Aber jetzt wurde unsere Fähigkeit verbessert. Super. Wir sind trotzdem noch scheiße. Und schön gegen diese scheiß Ratten kämpfen, die erstaunlich groß sind. Obwohl ich mich mit Ratten nicht so auskenne. Aber sie sehen groß aus, jedenfalls. Ich meine, ich habe nicht das Gefühl, dass Ratten so groß sind. Aber es kann schon sein. Dreck, du Scheißvieh. Ja, falls ihr euch fragt, ich spiele das natürlich auf Wissen anstellen. Ich habe den Imba-PC. Da darf ich das tun. Ich kann auch... ich nehme auch
Battlefield mit höchsten Einstellungen auf. Und ich stehe auf höchste Einstellung. Okay, ein Eisenschild. Rüsten wir uns damit aus. Eisenschild und Eisenhelm.